Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Was wollte ich überhaupt? Achso, ich bin hier nur zurück, eben um was zu trinken, weil das war, genau. Und dann habe ich eben zwischendurch die Zockerrübe nochmal angeschrieben. Und da konnte ich da hoffentlich helfen. Mit Audiospuren. Irgendwo verlegt man ja doch immer mal was. So, mal schauen. Ja, doch, da ist ja noch ein Glück. Mann, oh Mann, oh Mann. So, okay, wir gucken uns. Können wir mit dem jetzt weitergehen, oder? Ups, was? Nein! Was? Hallo? Wo packe ich die denn rein? Da. Ja, ist ja gut hier. Jetzt machen wir hier so einen Terror. So, wo geht's lang? Da. Weh, ich bleib mit dem Ding hier irgendwo hängen. Nee, das ist schon so gebaut. So. Okay, jetzt gucken wir uns hier in Ruhe um. Also, das sind ja Warp-Teile. Ich meine, wir haben den ja auch schon, aber ich will ja so tun, als hätte ich den Teaser jetzt nicht gesehen. Ein Warp-Teil. Endlich kann man sich dem aus der Nähe angucken hier. Ist das Nervenbären oder? Ja, doch. Das wird sein Innenleben sein. Jetzt sind hier auch noch Teile. Auch wieder so Skelettreste. Was ist das hier? Das Herz? Eventuell, ne? Oder? Schwierig zu sagen. Kann ich denn irgendwas scannen davon? Nee. Okay. Und ich frage mich, wo die 314 Exemplare hätten Platz finden können. Das sind auch nochmal. Sieht ja übel aus, ne? So aus der Nähe hier. So hat man es ja auch noch nie gesehen, ne? Hier auch wieder dieses Wirbelsäulenstück mit dem Herzen vielleicht. Martialische Maschinen. Komisch, aber sowas sieht man auch in jedem Science-Fiction-Film, ne? Irgendwie stellt man sich die Zukunft so vor. Mit medizinischen Geräten? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich werde ja sowas Spitzes nicht an mich ranlassen. Was ist das denn hier von ihm? Wo findet man das denn wieder? Wie er sich rumdruckst, ne? Oh, guck mal, den kann ich scannen. Ich habe noch gar keinen Warper gescannt. Gehört das auch zum Warper? Ist das die Schädelplatte mit dem Hirn hinten? Sieht so aus, ne? Wo finden wir denn die Sachen hier wieder? Ey, wenn du dich jetzt bewegst, ne? Dann schreie ich aber so ins Mikro. Boah, ich würde die Krise kriegen, wenn er jetzt anfangen würde zu zappeln, ey. Da hängt sie noch an seiner an seinen Flüssigkeitsbehältern, wurde irgendwie versorgt. Sind es die Schädelplatte? Das ist die Schädelplatte, ja. Da hinten ist das Hirn. Okay. Ja. Aber eigentlich hat er nicht eigentlich noch so Tentakel unten dran? Ja, ne? Die sind ihm abgeschnitten worden, was? Das sieht so ein bisschen, obwohl, hat er? Doch, hat der, ne? Doch, klar. Der hat doch sonst. Ja, das ist das Herz. Nee, scannen wir ihn mal. Au, Sauerstoff. Ich wäre fast verreckt, ey. Selbst teleportierende Quarantäne-Vollstreckungseinheit. Wie geil. Selbst teleportierende Quarantäne-Vollstreckungseinheit. Was für ein cooler Name, ey. Wie haben sie die Kanone denn nochmal benannt? So. Oh. Das ist jetzt nicht so cool. Scheiße. Warp me? Na. Nein. Dann müssen wir nochmal eben. Das war mir. Ich musste ja irgendwie rauskommen. Also, ich habe mir mittlerweile auch solche Bugs hier eingeschossen. Es ist ja gut. Ey, ich verprügel dich gleich, wenn ich rauskomme, du hier. Ich muss nur zu meinem Anzug. Okay, den müssen wir mal eben umparken, dass uns das da nicht nochmal passiert. Das tut ja jetzt nicht Not.
sich ja so doof dann im Gebäude rumoxidiere. Das Wort benutze ich momentan irgendwie sehr gerne, kann das sein? So, okay, so, hier kommt noch alles raus. Also, selbst teleportierende Quarantäne-Vollstreckungseinheit. Diese Lebensform zeigt Anzeichen einer schweren genetischen Veränderung und umfangreiche mechanische Transplantationen. Die Lungen und das Verdauungssystem wurden durch eine Batterie ersetzt, die die Energie direkt von dieser Anlage empfängt. Ich hab's doch gesagt, die Warper kriegen einen Energieanteil. Erinnert ihr euch dran? Ist an meiner miesen Übersetzung geschaltet. Da gab's in den Kommentaren, hat mir da sogar noch jemand was so geschrieben. Bist du sicher, dass die Warper meinen und nicht die Teleporter? Also vielleicht standen die Teleporter da auch drin, aber ja, ich meinte die Warper. So, die Energie direkt von dieser Anlage empfängt und sie um den Körper herum verteilt. Miniaturisierte Phasentechnologie wurde unter der Haut implantiert und wird durch das zentrale Nervensystem ausgelöst, sodass das Konstrukt nach Belieben teleportieren kann. Das Gehirn und das zentrale Nervensystem wurden mit digital erhöhter Rechenleistung und Fernkommunikation ausgestattet. Beurteilung programmierbarer Killer, Jäger, vermeiden. Moment, was steht denn jetzt dann hier? Ein Warper? Tiere? Ich habe echt noch keinen. Okay. Nee, ich habe hier noch keinen. Hier, dann wird es aber mal Zeit, ne? Also ich frage mich, ob der Warper auch nochmal woanders auftaucht. So, nee, mit dem können wir aber nichts mehr machen hier. Und auch nicht nochmal scannen. Das Objekt Warper wurde bereits immer nochmal im Self-Scan. Kann nicht schaden. Nee, immer noch normal infiziert. Ja, wie cool ist das denn? Ich wollte aber ein Foto davon machen. Ne? Auf jeden. Mit Licht oder ohne? Einmal mit und einmal ohne. Wir können es ja. So, aber es sieht doch geil aus. Ah, Rübchen schreibt mich gerade. Ich habe ihr gesagt, sie soll mich ruhig anschreiben, wenn sie noch was braucht. Wir werden mal gucken. So, und nochmal näher ran. Vielleicht von hier. Ja, und ein bisschen mittiger. So, genau. Welcome aboard, Captain. Ah, super, das war schön. Dann konnte ich ihr helfen. Das freut mich. An dieser Stelle einen lieben Gruß an die Queen und die Dala und an die Zockerrübe und an den Avonacho. Wir spielen ja zusammen Conan Exile. Solltet mal reingucken, ist lustig. So. Na, das Ei will ich ja ungern nicht hinlassen, nur, ne? Moment, da war doch noch ein Datentümmel. Habe ich das ausgelesen oder nicht? Habe ich das Datentümmel? Also, ich habe mich vergessen, ne? Das habe ich vergessen, oder? Ja, Tatsache. Mann, oh Mann, oh Mann. Ihr wart bestimmt schon alle im Schrein. Daten über das Bakterium werden heruntergeladen. Achtung! Erfasse atypische Schwankungen im Blutplasma-Protein. Ein Selbstscan wird dringend empfohlen. Oh, habe ich noch eben schon gemacht. Führe Selbstscan durch. Bakterielle Infektion hat sich auf Haut- und Lungensystem ausgebreitet. Es ist zwingend notwendig, dass du einen Weg zur Neutralisierung der Infektion findest. Ich meine, wie schrecklich, wie schrecklich. Toll, ich brauche keine Taschenlampen mehr. Hat ja auch so einen Vorteil. Aber jetzt kommt das erst, jetzt wo ich hier alles angefasst habe. Oh, ich sage mal, nichts anfassen in fremden Labors. Ganz schlecht. Oh Mann, toll. Das hätte ich lieber in der nächsten Folge gehabt. Dann hätte ich ein Thumbnail gehabt für die nächste Folge. Sonst wird nächste Folge wieder so eine Baufolge und dann haben wir wieder kein Thumbnail, kein cooles.
Obwohl, ich kann die Hände ja überall angucken. Ihr müsst dann aber so tun, als wäre das ganz überraschend mit dem Thumbnail nächste Folge. Mit den Händen. Eigentlich will ich hier gar nicht rein. Jetzt. Obwohl, eigentlich doch, ne? Ja, Artefakt anlegen. Machen wir das mal. Es sieht ja gar nicht mehr so groß dahinter aus. Mal gucken. Nee, hier ist ja nicht wirklich viel drin. Also scheint das ein wichtiger Daten. Außerirdische Forschungsdaten. Signal des außerirdischen Wärmekraftwerks hinzugefügt. Ja, wie nett. Nehmen wir hier mal raus. Also ich habe mir eigentlich von dem Raum da am meisten erwartet. Ich meine, meine Erwartungen sind hier voll erfüllt worden. Alles richtig gemacht bisher. Oh, ein Warper. Den könnten wir gleich mal versuchen zu scannen. Hat der mich echt noch angefressen? Beim Reinteleportieren? Der Scanner, Warper, wo bist du? Wo ist er denn jetzt? Da, komm mal her. Ha, ha, feige Ratte! Komm her, los, ich mach dich fertig. Wo bist du? Hallo? Hör auf, meine Kameras anzufressen. Ich hab dir das schon mal gesagt. Boah, sieht ja schlimm aus mit den Fingern, ne? Komm mal her, ich will dich scannen. Tatsache, den kann ich auch nochmal scannen. Richtig klar, der hat ja diese Schwanzflossen. Die haben sie ihn wirklich abgeschnitten, die Schweine. Lass dich scannen, los. Und jetzt aber weg hier. Na. Wow, ich hatte sowas befürchtet, dass sowas passieren wird. Alles klar. So, Warper, Fleischfresser. Warper. Unbekannt, unbekannt, unbekannt. Stimmt ja gar nicht. Haben wir doch gerade hier oben eben. Aber egal. So. Erstens, Kopf. Da. Unbekannter Mechanismus im Kopfbereich ermöglicht es der Lebensform, sich und andere Organismen mittels Phasenverschiebung an andere Orte zu teleportieren. Hm. Oberkörper scheint andere Lebensformen zu jagen, es wurden aber keine Verdauungsorgane identifiziert. Interne Struktur ist komplexer. Ha, ich habe Tippfehler gefunden. Chris. Ist komplexer als bei anderen Organismen. Keine biologischen Archetypen als Vorlage im Speicher gefunden. Keine genetischen Gemeinsamkeiten mit anderen lokalen Lebensformen. Moment. Da mache ich mir doch gleich einen Screenshot. Und dann gehe ich nämlich auf translate.unknownwords.com oder translation.unknownwords.com und verbessere das selbst. Haha, ich habe ja gesagt, ich wollte mitmachen. Entschuldigung. Ich bin hier, ja, also hier, ne? Ich, meine Hände, ich bin erkältet. So sieht eine Männergrippe aus übrigens. Wollte ich nur mal so sagen. Bakterielle Vorgehensweise. Also untersuche Bakterienprofil. Bakterielle Vorgehensweise. Befällt gesunde lebende Zellen und mutiert die genetische Basisstruktur. Symptome, Phase 1, keine. Phase 2, beginnende Fehlfunktion des Immunsystems. Phase 3, unberechenbare Veränderung der biologischen Struktur. Phase 4, völliger Verlust lebenserhaltender Funktion. Oh. Wir sind jetzt in Phase 3, was? Würde ich mal so sagen, ne? Das ist doch eine relativ unberechenbare Veränderung. Bestätigte Todesfälle bisher 143 Milliarden. Gegenmaßnahmen unbekannt. Krass. 143 Milliarden. Das ist auch mal eine Menge. Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. So, lass uns mal eben was trinken nochmal. Und den anderen Krams lesen wir gleich auch noch.
Ich will nur eben mal zurück schon mal. Wir sind, glaube ich, hier durch. Wobei, dahin sind auch noch... Da hatten wir uns, glaube ich, schon mal umgeschaut. Lass uns mal trotzdem mal gucken. Uns hetzt ja niemand. Uns hetzt ja niemand. Wir haben ja... Die Zeit haben wir ja. Aber ich glaube, hier hinten ist nichts. Da können wir durch die Kameras gucken. Dann sehen wir vielleicht besser. Da unten sind nur so ein paar Wrackteile. Wo geht's denn da lang? Geht's da überhaupt weiter? Nee, ne? Ich glaube nicht. Wir müssen auf alle Fälle zurück zu unserer Basis. Na? 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 Hm. Okay. So, was schreibt mir die Rübe? Was schreibt Rübchen mir nochmal? Da, da, da. Ach, passiert immer mal. In meinen 3 Jahren YouTube kam das erst 2-mal vor. Also jetzt das 2. Mal. Ja! Da hast du uns allen was voraus. Mir passiert sowas öfter. ja, gucken wir mal. Da, 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 da. Ach, wisst ihr was? Ganz ehrlich, wo ich schon mal hier bin, würde ich das Quarz eigentlich ganz gerne mal eben einsammeln. Wir haben auch noch Platz im Inventar. Das würde ich schon ganz gerne. Es liegt hier so rum und so viel kann mir der Warper da auch nicht. Es ist ja scheiße, braucht hier ja keiner, ne? Ist ja schade, wenn das hier einfach so übrig bleibt. Und ich brauche es doch so dringend, das Quarz. Das lebenswichtige Quarz. So. Ne, können wir schöne Sachen wieder mitbauen dann. Ne? Ich muss nur aufpassen, dass der mir jetzt nicht gleich... Der will bestimmt wieder versuchen... Ich muss in Bewegung bleiben, das ist das Ding. Ha! Nicht getroffen, was? Wo müssen wir hin? Da. Oh. Und deshalb kommt er jetzt auch und kümmert sich persönlich um mich. Ich bin aber nicht infiziert... Jetzt hat er wieder genug. Jetzt hat er wieder Angst bekommen. Naja gut, jetzt kann ich schlecht vorgeben, dass ich nicht infiziert bin, ne? Wenn man mir das so anmerkt. Das ist ein bisschen schwierig. Der Trick zieht nicht mehr mit den Warpern. Also jetzt würde ich mich auch jagen, muss ich sagen. Wie war das? Quarantäne? Erzwingungs-, Unterdrückungs-, Dingseinheit? Quarantäne-Vollstreckungseinheit. Das ist voll übel. Also, der hat dann die Aufgabe, mich eigentlich wieder in die Quarantänestation zu bringen. Hat aber irgendwie nicht so ganz mitbekommen, dass hier alles im Arsch ist. So sieht's aus. Das hat er nicht so richtig mitbekommen. Was ist denn da oben eigentlich? Gucken wir mal eben. Ich glaube aber, da ist nichts. So, aber die Station da fand ich schon mal sehr geil, muss ich sagen. Also die Station hat mir schon mal sehr, 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 sehr gut gefallen. Ja, das war jetzt schon Fat Story, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil, also ganz ehrlich, jetzt wo ich die Möglichkeit habe, das wirklich dann auch mal in meiner Muttersprache so lesen und auch den Text durchgehend verstehe, was ja schon schwierig werden wäre, wenn ich das nicht verstehen würde, wenn es schon mal auf Deutsch ist. Aber das ist ein anderes Thema. Dann kann ich damit auch umgehen, wenn ich jetzt Story kriege, weil ich kriege die Story auch passend zu den Bildern und nicht nur die Bilder, ne? Und das ist schon... Ah, oh Mensch, ey, ich kann gar nicht... Ich kann gar nicht genug Danke für das Übersetzerteam da aussprechen, muss ich sagen. Gar nicht genug Dank aussprechen. Das ist schon wirklich großartig, muss ich sagen. Ist großartig. So, und ihr müsst mir mal versprechen, dass wir das nächste Folge so machen können, dass ganz überraschend ein Thumbnail auftauchen wird mit meinen Händen. Ich
bin mir da noch nicht so sicher, aber ich glaube, ich habe mir eventuell was eingefangen. Ich könnte ja... Ich hätte da eine Idee. Ja, ich hätte da eine Idee. Ah, mal gucken, was wir da nächste Folge mitmachen. Da. So. Ja, dann mal eben kurz nach Hause. Hallo? Alles gut? Jetzt überlege ich, man könnte natürlich... Was gab es denn noch? Ach, es gibt dieses andere Biom, ne? Genau. Da könnten wir mal gucken, wo das ist. Das würde mich ja schon interessieren. Und bei der Gelegenheit kann man dann ja auch gleich mal einen Ausflug machen. Und noch vielleicht ein paar Materialien sammeln. Da geht doch was. Und vielleicht noch ein paar Eier suchen. Da, wie gesagt, wir können da bestimmt was machen. Dann würde ich aber die Motte mitnehmen, denke ich mir. Und nicht diesen, hier schon wieder Neues. Dann könnten wir vielleicht auch doch nochmal, ja, das muss ich mir überlegen. Ob ich die, ob wir die Wracks schon aufsuchen wollen. Ja, so. Welcome aboard, Captain. Alles klar, habe ich da eigentlich was im Kofferraum drin? Ja, nochmal noch von unserem letzten... Och Mensch, Ausflug. Na toll. Na gut, der eine wird es jetzt nicht so den Unterschied machen. Wo muss ich lang? Hier. Ich brauche hier mehr Schränke. Kupfen, Kupferessen. Das geht da noch rein. Die Energiezellen sind doch jetzt bestimmt... Ja, voll sind sie. So. Und so. Und jetzt können wir die da mal reinpacken und die mal reinpacken. Dann können die beiden eigentlich wieder ins Schiff. So, und dann hätten wir hier... Ja, komm, dann lass uns doch gleich mal ein bisschen Glas herstellen. Und dann muss ich mir überlegen, was wir in der nächsten Folge machen. Na, oder wir teilen uns das Update ein bisschen auf. Da bin ich jetzt am Überlegen. Natürlich möchte man alles sehen. Weil ich sag mal... Wer Subnautica nur schaut, um nach einem Update innerhalb von einer Folge gleich alles zu sehen, der guckt sowieso lieber auf den englischen Kanälen, die schon vor dem Update in der EV als allererste, und dann haben die da ihre 800.000 Klicks drauf, irgendwie sich Sachen aus dem Kreativmodus beschwören oder schon mal durch den Boden tauchen. Ich habe da einen gesehen, der hat, ist da auch schon irgendwie durch den Boden geschwommen und hat da irgendwie was gesehen in der experimentellen Version, aber ich fand den einfach nicht gut. Der war einfach nur laut. Und also nicht mein Geschmack, muss ich sagen. Ja. Wir werden auf alle Fälle alles sehen, was es ab dem zu bieten hat. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber ich glaube, dann könnte man ja wieder Ausflug in dieses andere Biom, dass wir das mal suchen. Ich würde jetzt ganz gerne noch nicht in das Lava-Biom gehen. Welcome aboard, Captain. So viel wird es auch gar nicht zu sehen geben. Nur von außen, das machen wir auf jeden Fall noch. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ja, aber es läuft ja eigentlich auch nicht weg, ne? Also ich finde es besser, wenn man das so ein bisschen abwechselnd macht, als wenn wir jetzt in zwei Folgen alles angucken und danach machen wir wieder nur Basisbau oder so. Das finde ich jetzt auch nicht so richtig cool dann. Also, so. Ich weiß nicht, ich versuche das ja so zu machen, wie ich das auch machen würde, wenn... Ich versuche nichts zu machen, was ich mir nicht selbst angucken würde. So, finde ich ja wichtig. Also, mehr Standard kann man für sicher nicht haben. Dass die Geschmäcker unterschiedlich sind und dass man hier sagen, ja, ist ja ganz nett, aber hat mir jetzt nicht so gefallen, was du gemacht hast, ist eine andere Sache. Aber wenn ich mir meinen eigenen Krams nicht angucken wollen würde, das wäre ja ganz schlimm, finde ich.
irgendwie. So, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, euch dabei zu haben. Eine schöne Restwoche. Okay, bis dann. Tschüss.